Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Ich bin angekommen in Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Und die Lektion ist ein bisschen länger. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Seiten. Ich guck mal, wie weit ich heute komme. Das Anlagevermögen und die Abschreibung. Unter Anlagevermögen wird das Betriebsvermögen verstanden, das dem Unternehmer langfristig dient, in seinem Eigentum steht und bestimmte Anschaffung und Herstellungskosten in Klammern größer als 150 Euro übersteigt. Grundsätzlich wird das Anlagevermögen unterschiedlich nach beweglichen Firmenwagen, Computer, Maschinen oder Büromöbel, unbeweglichen Gebäude, Grundstücke und immateriellem Anlagevermögen, zum Beispiel Software. Da fehlt noch ein Verb, wahrscheinlich unterschieden. Ist ein Fehler. Naja. Schreibe ich mal dran. Verarbeitete Waren oder zum Verkauf bestimmter Erzeugnisse zählen ausdrücklich nicht zum Anlagevermögen. Diese gehören trotzdem zum Betriebsvermögen. Jedoch dient dieses Vermögen dem Betrieb nur kurzfristig. Es wird schnell veräußert. In dem Fall ist der bilanztechnische Ausdruck Umlaufvermögen. Das Vermögen ist ständig im Umlauf und nicht fest im Unternehmen gebunden. Wieso tauchen jedoch Begriffe der Bilanzierung bzw. des Betriebsvermögensvergleichs in der Einnahmeüberschussrechnung auf? Der Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes als Generalnorm der Einnahmeüberschussrechnung verweist auf die Vorschrift der Abschreibung. Und die Abschreibung ist ein Kernmerkmal des Anlagevermögens. Wenn ein Wirtschaftsgut des Anlagevermögens für das Unternehmen angeschafft wird, sind die dafür anfallenden Anschaffungskosten grundsätzlich nicht sofort und in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. Diese Anschaffungskosten werden über einen längeren Zeitraum verteilt abgeschrieben, das heißt steuerlich als Betriebsausgaben berücksichtigt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die sogenannten Anschaffungsnebenkosten, wie zum Beispiel Gewerbesteuer und Notargebühren beim Kauf von Immobilien, Zulassungsgebühren beim Pkw-Kauf oder Transport- bzw. Montagekosten. Die Umsatzsteuer gehört nur zu den Anschaffungskosten, wenn diese nicht als Vorsteuer berücksichtigt werden kann. Siehe Lektion Einstieg in Umsatz und Gewerbesteuer. Dasselbe trifft regelmäßig auf Herstellungskosten zu. Herstellungskosten fallen an, wenn das Wirtschaftsgut selbst hergestellt wird. Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden jedoch nur von den Anschaffungskosten gesprochen. Doch was passiert, wenn das Anlagevermögen teils privat und teils betrieblich genutzt wird? In dem Fall sollte eine Aufteilung der Ausgaben bzw. soweit möglich die Aufteilung des Wirtschaftsguts
Aha. Ich lese es nochmal vor. Doch was passiert, wenn das Anlagevermögen teils privat und teils betrieblich genutzt wird? In dem Fall erfolgt eine Aufteilung der Ausgaben bzw. soweit möglich die Aufteilung des Wirtschaftsguts. Fall 47. Das Mehrzweckgebäude. Rechtsanwalt R. erwirbt ein zweistöckiges Gebäude. Im Erdgeschoss richtet er seine Kanzleiräume, im ersten und zweiten Stock seine Privaträume ein. Wie erfolgt hier die Zuordnung zum Betriebs- und Privatvermögen? Bei der betrieblichen Nutzung der eigenen Grundstücke und Gebäude ist nur der tatsächlich betrieblich genutzte Teil dem Betriebsvermögen zuzuordnen. Für Rechtsanwalt R. bedeutet dies nur die anteilige auf das Erdgeschoss entfallen. Für Rechtsanwalt R. bedeutet dies, dass nur die anteilig auf das Erdgeschoss entfallenden Ausgaben und Abschreibungsbeträge als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können. Verkauft Rechtsanwalt R. das Gebäude, dann ist lediglich der anteilig auf das Erdgeschoss entfallende Verkaufserlös als Betriebseinnahme zu versteuern. Das gleiche gilt, wenn er seine Kanzlei aufgibt bzw. verlegt. In dem Fall erfolgt eine Entnahme des betrieblich genutzten Gebäudeteils zum Verkehrswert. Der Verkehrswert ist vereinfacht gesagt der Wiederverkaufswert zum Zeitpunkt der Entnahme. Leitsatz 17. Zuordnung von Immobilien zu Privat- bzw. Betriebsvermögen. Die Zuordnung von Gebäude- und Grundstücksteilen zum Betriebsvermögen erfolgt anhand des tatsächlich betrieblichen genutzten Anteils. Nur diese anteiligen Kosten und anteiligen Abschreibungsbeträge können als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Ein eventueller Verkaufserlös ist dementsprechend anteilig als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Steuertipp. Steuertipp. Ist der betrieblich genutzte Grundbesitz von untergeordnetem Wert, dann muss er nicht als Betriebsvermögen behandelt werden. Das bedeutet, die Ausgaben können dennoch über eine Nutzungseinlage eingesetzt werden. Bei einer Veräußerung oder Entnahme fällt jedoch kein betrieblicher Gewinn an. Ja, will ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Untergeordneter Wert bedeutet ESTDV, was heißt das? Ein bisschen Glossar. Ich glaube, es heißt Einkommenssteuer durch. Ja. Da ist auch das Zeichen für Paragraph. Untergeordneter Wert bedeutet Paragraph 1 der Einkommenssteuerdurchführungsverordnung. Punkt 1. Wert beträgt maximal 20% des Gesamtwertes des Grundstückes und Punkt 2. Dieser Wert maximal 20% beträgt nicht mehr als 20.500 Euro. Die Abschreibung. Der verteilte Ansatz der Anschaffungskosten beim Anlagevermögen wird auch Absetzung für Abnutzung AFA bzw. Abschreibung genannt. Hintergedanke dieser Regelung ist, dass die meisten Wirtschaftsgüter einem Wertverzehr unterliegen, sei es durch Verschleiß oder durch technischen Fortschritt.
zu gut Deutsch, die Kamera, die ich hier benutze, ist irgendwann überholt. Das Objektiv ist ein Zoom-Objektiv, das kann verdrecken. Es gibt eine bessere Kamera, das heißt, die wird immer weniger wert. So stelle ich mir das gerade vor. Es wird unterstellt, dass nach einer bestimmten Nutzungsdauer in Jahren das Wirtschaftsgut verbraucht ist. Kann ich mir bei der Kamera jetzt nicht so vorstellen. Kann man auch zur Wartung geben. Diese Nutzungsdauer ist typspezifisch in Tabellen der Finanzverwaltung aufgelistet. Die Tabellen dienen nur als Vorschlag. Das kann man mal dem Finanzgericht erzählen. Davon kann in begründeten Fällen abgewichen werden. Das kann man auch mal einem Steuerprüfer oder Steuerprüfer oder Steuersachberater erzählen. Ein kleiner Fall soll die Wirkung der Abschreibung in der Gewinnermittlung darstellen. Und so jung wie heute treffen uns nie wieder. Fall 48. Verschiedene Wirtschaftsgüter. Dolmetscherin S. hat im Jahr 01 einen Gewinn von 20.000 Euro. Noch nicht berücksichtigt sind dabei folgende angeschaffte Wirtschaftsgüter, weil sie sich über die Behandlung unsicher war. Ein neuer PKW, Anschaffungskosten 24.000 Euro. Die Frau hat noch andere Einnahmen. Ich weiß nicht, was Dolmetscherin S. sonst noch so macht. Ein Serveranschaffungskosten 6.000 Euro, die hat definitiv noch andere Einnahmen. 10 Bürostühle und an der Stelle frage ich mich, was für Einnahmen. Anschaffungskosten 500 Euro, obwohl man Bürostühle, auf denen man sitzen kann, für 50 Euro herkriegt. Der PKW und die Bürostühle. 10 Dildos für 10 Euro, für 50 Euro, das kann ich mir vorstellen. Der PKW und die Bürostühle werden im Januar angeschafft. Die Anschaffung des Servers erfolgt im Juli. Das wird auch erklären, warum die einen Server für 6.000 Euro braucht. Was ist zu tun? Können Sie ihr weiterhelfen? Gemäß den Tabellen der Finanzverwaltung beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für einen PKW 6 Jahre. Für Hardwareausstattung 3 Jahre, zu gut Deutsch. Die braucht alle 3 Jahre einen Server für 6.000 Euro. Ich weiß nicht, wie Banane man sein kann, wenn man so ein Buch schreibt. Und ich verstehe die Tabellen auch nicht. Dass Frauen in 6 Jahren ein Auto kaputt kriegen, glaube ich, auch an der Stelle auch. Für Bürostühle beträgt die Nutzungsdauer 7 Jahre. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der einzelne Stuhl nur 50 Euro gekostet hatte. Bei solchen geringwertigen Wirtschaftsgütern, Anschaffungskosten unter 150 Euro, ist der sofortige Ansatz als Betriebsausgabe zulässig. Steuern sollte man bezahlen und nicht drüber nachdenken. Im Jahr 01 kann Frau S. also 24.000 Euro durch 6 Jahre, 4.000 Euro Abschreibung für den PKW, €6.000 3 Jahre mal 6/12, 1.000 Euro Abschreibung für den Server und 500 Euro für die Stühle sofort als Betriebsausgaben geltend machend. Die Abschreibung für den Server ist zeitanteilig pro rata temporaris vorzunehmen. Weil die Anschaffung nicht zum Jahresanfang, sondern in einem anderen Monat erfolgt, die Abschreibung ist für 6 Monate anzusetzen und wir landen bei einem Gewinn von 14.500 Euro. Und ich sage jetzt einfach mal, was ich so bezahle. Ich bezahle hier knapp 700 Euro für die Genossenschaftswohnung von nicht mal 70 Quadratmetern. Ich bezahle über 400 Euro für die Krankenkasse und ich bezahle knappe 110 Euro für die Busfahrkarte, die ich habe. Ich möchte mal gerne wissen, wie man von einem Gewinn von 14.500 Euro im Jahr leben kann. Und jetzt habe ich die Schnauze so dermaßen voll, dass ich mit dem Buch erstmal aufhöre. Deutschland ist scheiße und ich will hier weg. Und wie man mit Dolmetscherei mehr als 20.000 Euro im Jahr verdient, möchte ich auch gerne.